Grüß euch, Tache auch. Hallo. Schön, dass ihr da seid zum heutigen Livestream. Wir haben ja ein topaktuelles Thema mal wieder vorbereitet. Wir sprechen über die Bauernproteste, die Aktualität von diesen und auch vor allem natürlich die kommenden. Ja, finde ich auch wirklich spannend, weil das war ja auch noch unsere letzte Folge, ne? Ende letzten Jahres, Folge 113, glaube ich, ne? Genau. Über die deutschen Bauern. Und genau da haben wir auch noch drüber gesprochen, dass wir echt gespannt sind, wie sich das politisch entwickelt mit jetzt den Bauernprotesten in Deutschland, weil wir auch so ein bisschen gesagt hatten, da könnte einiges passieren, gerade auch mit dem Blick, den viele auf die Niederlande haben. Und ja, jetzt. Es ist direkt Es passiert. ist wirklich direkt. Oh. Ich habe auch schon gedacht, was hat es damit auf sich? Wir machen mal eine Folge zum Thema Bauen, was ja halt irgendwie schon recht random war, für Ja. viele. Ja, nicht random, aber Aber stimmt, es ne. gab schon einige, die gesagt haben, ey, spannend, dass ja, das Thema von euch behandelt wird. Und du hast dann jetzt ja sogar noch erfahren, also und dann kommen halt direkt die Bauernproteste danach, die jetzt am Start sind. Und du hast dann ja wohl noch erfahren, dass du irgendwelche Verwandtschaft jetzt sogar, bäuerliche Verwandtschaft hast. Ja, ich hatte das erstmal Grüße an alle und danke Negativland. Ja, ich hatte das bei dem Weihnachtsbesuch bei meinem Papa so ein bisschen erfahren. Ich hatte das einfach nicht so auf dem Schirm, weil ich gar nicht so viel davon weiß. Von der Oma, also von seiner Mama, die Familie, die kommt eben von der Mosel. Und ich wusste aber nur, okay, die wurde irgendwie von meinem Opa dann ins Ruhrgebiet geholt, der hier als Schweißer gearbeitet hat. Und ich wusste aber gar nicht so viel über den Background. Und dann hat er das so ein bisschen gedroppt, ja, irgendwie, dass er die ja da so als Kleinbauern dann so einen Weinhügel da irgendwie hatten und er dann auch bei der Familie irgendwie bei der Ernte und so mithelfen musste und sich dann mal im Keller da besoffen hat. Und ja, dass das dann aber verkauft wurde vor meiner Zeit. Sehr wild. Ja. Hörst du dich in den Kopfhörern eigentlich? Ich höre mich in den Kopfhörern. Okay, dann ist es nur ein Problem bei mir, interessanterweise. Ah, okay. Also Das jetzt höre reicht. ich dich auch lauter. Jetzt höre Ja. ich mich aber auch laut. Das ist aber besser. Es war nur einfach ein bisschen leise gestellt. Sehr gut. So. Ja, wir haben einiges vorbereitet. Und zwar wird später noch nochmal Wolf vorbeikommen von der Freien ArbeiterInnenunion aus Dresden, der bei den Grünen Werken aktiv ist. Er war ja schon bei den Allstars mit am Start und wird da nochmal sprechen, weil die FAU ja gerade da richtig Wind macht im Kontext der Bauernproteste. Und wir haben aber auch eine Menge Dinge rausgesucht. Einfach so Artikel. Ist vielleicht auch schon so ein bisschen so ein Vorgeschmack auf unser neues Format. Wir werden ja ab diesem Format ein Nachrichtenformat einführen, wo wir aktuelle Themen dann halt auch besprechen und dann auch anhand von Artikeln einfach mal ein bisschen was durchgehen und ein bisschen was zeigen, weil manchmal gibt es ja auch nicht immer gute Videos, so wie in dem Fall. Und da wollen wir einfach mal jetzt so ein bisschen reinstarten, gucken in die verschiedenen News rein. Schön, dass du das erste Mal dabei bist, Fosco. Jo, dafür mischen wir einmal den. Bildschirm sharen. Schön. Genau, und wir starten mit einer Meldung vom 23.12. schon mit der Warnung vor Versorgungsengpässen. Seht ihr, nur ganz kurz als Frage, seht ihr uns noch parallel zu dem, was wir hier einblenden, oder? Ich glaube, wir sind in einem verschmälerten Bildschirm. Ja, könnt ihr uns ja mal schreiben. Ja, aber nur ganz klein. Gut, das ist gut. Immerhin Schön. besser klein als gar nicht. Ja, also damit ging es los, 23.12., wahrscheinlich wurde schon früher darüber berichtet, aber das fand ich ganz interessant, dass hier also dann schon vor Engpässen gewarnt wurde bezüglich der Proteste. Da ist natürlich dann auch die
die bürgerliche Presse schnell mit, dann halt auch Stimmung gegen sowas zu machen und schon Ängste zu schüren, was könnte jetzt alles da über uns hereinbrechen, wenn die Bauern ernst machen. Ja, es war ja nicht nur mit den Bauern, sondern wie in dem Artikel auch steht, es ging dann um die Beteiligung der Speditionsbranche, also auch, dass die Sachen es, also jetzt vielleicht nicht, dass die Sachen es nicht mehr von Bauern zu den Supermärkten dann schaffen, sondern auch, dass die Sachen überhaupt nicht mehr geliefert werden. Dann natürlich Ängste und ich meine, für bestimmte Produkte, also ich weiß nicht, wie aktuell das jetzt irgendwie in einem größeren Maße in Deutschland stimmt, aber ich habe auch schon so Videos gesehen, die viral gegangen sind, wo dann bestimmtes Gemüsesortiment oder so gefehlt hat. Ja. Das ist natürlich von den Bauern selber dann verbreitet wird, ne? Ist auch ein hervorragendes System, in dem wir leben, wenn wo dann immer gesagt wird, ja, wir haben halt alles, hier ist alles kein Problem. Und dann, wenn mal irgendwo ein bisschen was passiert, ist dann direkt Krise und alles geht aus. Ja, komm, also ich meine, niemand von uns wird jetzt in dieser Woche verhungern. Und es ist ja auch eher so eine Sache von, klar, natürlich, wenn du jetzt regionale Produktion hast, dann ist es ja logisch, dass es dann hier und da mal zu Engpässen kommt, aber Ja, klar. ist halt sehr viel Angst. Find's trotzdem spannend, ne, dass da so eine, dass so, ja, man kann das ja auch generell hinterfragen. Ich meine auch, dass es so eine, klar, wir werden jetzt gleich sehen, die politische Rechte hat natürlich einen großen Einfluss auf die Kämpfe der Bauern, die jetzt auch anstehen. Speziell mit dieser Generalstreik-Geschichte, da stecken dann eher rechte Kreise hinter. Aber es ist schon wieder immer wieder interessant, wie stark auch die bürgerliche Presse das betont, ne? Also dass einerseits diese Warnung vor Engpässen, aber auch eben dieses Jahr jetzt die ganzen rechten Kräfte, die da drin sind. Wir können vielleicht auch mal direkt dahin übergehen, weil da ja auch schon dann drüber berichtet wird. Genau. Generalstreik, Rechtsextreme und Querdenker wollen Bauernproteste kapern. Ist auch ein gar nicht so uninformativer Artikel, macht ja auch Sinn, über sowas auch zu berichten. Es ist trotzdem immer wieder spannend, wie das dann so aufkommt. Also wie schnell dann über sowas berichtet wird und weil das natürlich eine super Delegitimierung auch darstellt, wenn solche Kämpfe anstehen. Joshua sieht ganz, ganz schwer nur den Chat Es hier. liegt daran, dass die Kamera davor ist. Das ist ein bisschen mein Problem, dass ich gerade mal lesen wollte, was lang geschrieben wurde. Ja, Voske schreibt, 14% der Biomasse werden zur Lebensmittelproduktion verwendet, 59% für Tierfutterproduktion, so viel dazu. Ja. Das stimmt natürlich, vor allem die Schweineindustrie ist ja in Deutschland wirklich riesig, auch was die Exporte angeht. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge zu deutschen Bauern selber so ein bisschen besprochen, dass das auch gerade da immer mit viel Angst verbunden wird, wenn es eben um Rückgang von Subventionen geht und auch so Töne aus der Politik, dass eben gesagt wird, man will eigentlich die Schweinemastbetriebe in Deutschland reduzieren, weil da eben ja einfach sehr, sehr viele Existenzen dranhängen. Und natürlich die Konkurrenz jetzt aus anderen Ländern, da natürlich auch dann schon in den Startlöchern steht. Ich glaube, in Spanien und in Polen und anderen osteuropäischen Staaten werden auch sehr viel Schweine produziert. Ja, aber das Thema Rechtsextreme und der Bauernprotest. Also habe ich das gerade auch richtig in dem Artikel gelesen, dass auch über Reichsbürger jetzt in dem Bündnis berichtet wird? Ja, was haben Reichsbürger damit zu tun? Okay, noch mit den Querdenkern. Ja, ich finde das ganz interessant, wenn man sich jetzt so ein bisschen die politische Zusammensetzung von dem Ganzen anschaut. Also in dem Artikel habe ich gerade ja auch schon gesehen, wird sich dann auch darauf bezogen, dass hier und da die Landvolkfahne zu sehen war. Ich glaube, das war ja auch auf dem viral gegangenen Traktor, der die Polizeiblockade kreativ versucht hat zu umfahren. Das war so eine kleine Landvolkfahne und das war ja vorher auch schon, dass
ja so das zentrale Aktionsbündnis da drin, Landschaftsverbindung, wo wir auch in der Bauernfolge drüber gesprochen haben, dass es bei denen bei Protesten dann auch das Zeigen von der Landvolkfahne gab. Und ja, da hatten wir in dem Geschichtspart in der Folge auch ein bisschen drüber gesprochen, dass das eben so eine stark vom Nationalsozialismus beeinflusste, vor allem auch mit Verbindung zum Strasserismus, beeinflusste bäuerliche Protestbewegung war. Und ja, dass das natürlich, wenn man sich da explizit drauf bezieht, politisch recht eindeutig ist. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja, aber genau mit dem Reichsbürger und Querdenker, das finde ich halt auch ganz spannend, wenn man sich das anschaut, weil ich habe in der Eigenbetrachtung davon, wenn ich mir jetzt auch so die bäuerlichen Influencer dazu angeschaut habe, jetzt nicht irgendwie gesehen, dass es übermäßig viele Leute gibt, die jetzt explizit vorher schon so Querdenken-Sachen oder so gepostet haben, sondern was da eher eine viel größere Rolle gespielt hat, als jetzt irgendwie Corona-Covid-Politik, ist eben ein recht klares Wenden gegen die bisherige Umweltpolitik. Also ja, auch wenn wir werden uns ja auch noch was von dem Kopf von Landschaftsverbindung, dem Anthony Lee, angucken, der ja durch gerade sehr viele rechte und Alternativmedien, Talkformate, Interviewformate geistert. Der beispielsweise auch von dem, was ich mir so angeschaut hat, der Hauptfokus ist echt, wenn dann auf Klimapolitik, die abgelehnt wird. Ja, ich meine, wir haben ja auch in der Bauernfolge, die wir gemacht haben, selbst darüber geredet, dass es ja stimmt, dass ja, die bäuerlichen Kreise eher konservativ, sag ich mal, eingestellt sind und dass es auch eine, ja, jetzt mit Landschaftsverbindungen eine relevante rechte, eher rechtseingestellte Kraft gibt, wo auch noch immer noch nicht zu 100% austariert ist, ob das jetzt wirklich dann so eine rechtsextreme Organisation wird oder so. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Kräfte, sage ich mal. Aber es gibt ja auch linke BäuerInnen, es gibt auch einen linken Bauernverband, der auch diese Proteste unterstützt. Da kommen wir später noch zu. Aber das ist natürlich auch alles insgesamt marginal. Deswegen, es überrascht ja auch nicht, dass jetzt hier rechte Ebenen entsprechenden auch Einfluss drauf haben oder Einfluss gewinnen. Sie haben nun mal generell in den letzten Jahren halt massiv zugelegt und natürlich satteln sie da jetzt drauf aus. Natürlich ist das auch schlau, jetzt zu probieren, daraus jetzt so eine Protestbewegung gegen die Regierung und ja, jetzt auch vielleicht nochmal so einen Generalstreik in großen Anführungsstrichen auszurufen, was wird wahrscheinlich ja eh nichts werden in der Größe. Aber klar, probieren sie das. Nur muss man halt trotzdem sehen, das, was wir jetzt halt vor uns befinden, ist weit ab davon, jetzt eine irgendwie dezidiert rechtsradikale Bewegung zu sein. So, das war es ja auch schon bei den Protesten gegen Covid, gegen die Covid-Maßnahmen halt nicht. Ist vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar, natürlich ein ganz anderes Thema und auch teilweise andere Kräfte, die da wirken. Da hat aber auch rechte Kräfte einen großen Einfluss drauf. Aber es ist halt wieder so eine Selbstaufgabe, die dann halt von linken und linker Seite auch passiert, dass man sagt, ja, das sind jetzt halt auch relevante rechte Kräfte, da können wir jetzt halt keine Position zu finden und nichts zu machen, ne, oder so. Das ist ja so ein bisschen, wie wir in der Folge schon besprochen haben, es gibt halt einfach nur einen sehr marginalen linken Einfluss schon vor da drauf. Ja. Das ist ja nicht erst jetzt so, Ja. sondern das ist ja die ganze Zeit so. Und was hier natürlich, würde ich auch sagen, das Schwierige ist nur, um das mal zu sagen, wo wir eigentlich auch angekommen sind. Wenn wir uns das mit Landschaftsverbindung angucken, mit dem Anthony Lee, mit diesem ganzen Ding von Generalstreik, das, was ja jetzt auch immer von den Leuten selber gesagt wird, wir wollen eigentlich auch Neuwahlen. Ja. Das ist ein Generalstreik gegen die Ampel. Wir wollen eigentlich Neuwahlen haben. Und da musst du ja gar nichts mehr dazu sagen. Du musst ja nicht sagen, übrigens, wenn dann ist, dann wählt mal, dann beziehen wir uns jetzt explizit auf die AfD und sagen, dann wählt mal die AfD. Du musst ja einfach nur Neuwahlen sagen bei der Ampel. Ja, was sollen die Leute denn dann wählen? Eine So. CDU ginge noch. Ja, CDU geht noch, aber da Ja. sagen die Leute doch auch so, wir haben die GroKo gehabt, uns ging es darunter auch scheiße. Was sind denn die einzigen beiden Parteien, die eigentlich eine relevante Alternative gerade darstellen? Ja.
AfD, Freie Wähler. Ja. Die Linke wird niemand von denen wählen. Warum auch? Sehr belanglos. Vielleicht noch Bündnis aber Wagenknecht. Ja, wenn die es bis dahin schaffen, eine richtige Partei aufzubauen, klar. Ja. Ja, wir können uns ja auch mal angucken, was es so für Mobilisierung so gibt für den 8., weil es gibt ja jetzt ganz unterschiedliche Dinge, die parallel laufen. Und was jetzt gerade top aktuell ist, ist ja, dass ab dem 8.1. für eine Woche, glaube ich, so es Proteste geben soll im ganzen Land. Spannenderweise ja auch startet ja auch der Streik von der GDL im Bahnsektor ja zeitgleich am 8. Da wird auch noch abzuwarten sein, wie sich da aufeinander bezogen wird und was da so passiert. Und jetzt hat es hier gerade ordentlich geknallt bei mir in der Wohnung. Aber ich lese mal erstmal noch von Fosco den Kommentar durch und dann gucken wir uns mal an, was es denn so für Mobilisierung für den 8. und auch danach so in unterschiedlichen Städten gibt. Fosco schreibt, ihr habt in eurem Podcast beschrieben, dass im Deutschen Bauernverband zwar 90% der Landwirte organisiert sind, aber dass dort vor allem die Großgrundbesitzer den Ton angeben. Der DBV ruft vorrangig zu den Protesten auf. Trifft es nicht genug genau die richtigen, wenn dort Subventionen gestrichen werden? Sie inszenieren sich dort nur als bodenständige Familienbauernhöfe, die aber genau wegen dieser Agrar-Großunternehmen immer wieder verschwinden. Warum sollen wir uns mit diesen Großunternehmen solidarisieren? Ja, also wie du schon gesagt hast, im DBV sind 90% der Landwirte organisiert. Und das stimmt, dass die Großgrundbesitzer dort den Ton angeben. Aber das ist ja eine Sache, die sich bei vielen Interessenverbänden so findet, dass die, die besonders erfolgreich in der Branche sind, häufig dann auch tonangebend sind. Und die Sache ist einfach die, es gibt halt wenig politische Alternativen, gerade vor allem relevante politische Alternativen für die Bauern. Ich meine, mit Landschaft Verbindung ist jetzt so gesehen dann was entstanden, was wirklich eine ziemliche Relevanz hat seit einigen Jahren. Aber ich finde das komplett falschen Ansatz zu sagen, ja gut, da sind irgendwie bei dem Bündnis, was jetzt vorrangig zu den Protesten aufruft, sind Agrar-Großunternehmen tonangebend. Die Basis besteht aber einfach nur aus den regulären Höfen. Und jetzt soll die Subvention gestrichen werden und dann trifft es ja auch die Agrar-Großunternehmen. Es ist ja eher so, dass gerade die kleinen Höfe jetzt davon betroffen sind. Also da wird jetzt nicht irgendwie durch eine staatliche Politik, durch die Streichung von den Subventionen für Agrardiesel oder die Kfz-Steuer jetzt irgendwie den Agrar-Großunternehmen das Handwerk gelegt, sondern es ist einfach so, dass die kleinen Höfe immer mehr Druck haben. Es ist einfach nur traurig. Das ist das, was wir eigentlich auch versucht haben zu beschreiben. Es ist traurig, dass die Leute für ihre Vertretung die Leute haben, die eigentlich auch für ihre eigene Misere verantwortlich sind. Das ist was, was man denen aufzeigen müsste. Aber jetzt zu sagen, ja, lass die Regierung mal machen, wenn es einen Bauern trifft, trifft sie irgendwie den Richtigen. Das ist kein guter Ansatz. Eben, es ist ja auch so wichtig, da das zu differenzieren und sich nicht als Linke, ich meine, schaut mal, das Ding ist doch so, die Regierung macht verändert ein Gesetzesvorhaben. Und das bringt halt den gesamten Bereich der Bauernschaft eigentlich auf die Barrikaden. So. Also querbeet. Und das wird halt relativ groß werden, auch für Bauernproteste in Deutschland höchstwahrscheinlich, was uns in den nächsten Wochen halt erwartet. Und dann sollen wir als Linke sagen, ja, was habt ihr denn eigentlich? Warum beschwert ihr euch denn? Es trifft doch eigentlich die Richtigen und ja, ist doch auch eine Umweltsache oder so, die da passiert oder so. Also das ist ja, wir müssen ja eine Grundlage haben, um mit den Kämpfenden in diesem Bereich halt auf einer Augenhöhe miteinander sprechen zu können. Und dafür muss man erstmal grundsätzlich verstehen und halt auch sich dann auch mit so einer Kampfform dann auch solidarisieren und sagen, ja,
speziell mit den, kann man auch differenzieren dann darin, speziell eben mit den kleinen Höfen sind wir natürlich solidarisch und gucken, dass wir dort uns eben nicht einfach platt von distanzieren, nur weil da jetzt halt im DBV so eine, auch Großgrundbesitzer den Ton angeben oder so. Oder halt auch Rechte mitmischen und so weiter. Ja, und wie gesagt, es trifft ja einfach nicht die Richtigen. Ja. Und das ist vielleicht auch so eine Sache mit diesem Solidarisieren damit. Natürlich, irgendwo gesehen, wenn man jetzt sagt, wir finden, wir lehnen das ab, dass es eben keine Subventionen mehr für Agrardiesel geben soll, dann solidarisiert man sich so gesehen natürlich mit dem Großunternehmen, dass die Großunternehmen auch davon profitieren würden, dass man auch für deren weiteren Vorteil in der Konkurrenz kämpft. Ja. Aber es ist ja genauso wie, wenn Deutschland sich jetzt absurderweise dazu entscheiden würde, Luxemburg anzugreifen. Wenn man sagt, was weiß ich, Wir mögen nicht. eure Sprache klingt echt Ja, genau. merkwürdig und klaut uns nicht die ganzen Pflegekräfte, die bei euch arbeiten, aber hier wohnen oder was auch immer. Kennen wir nicht so gut mit Luxemburg aus. Dann wird man natürlich auch sagen, ey, stopp bitte diese Angriffe auf Luxemburg, wir sind gegen den deutschen Einmarsch in Luxemburg. Und natürlich wird das dann auch würden die Unternehmen vor Ort davon profitieren, dass sie nicht mehr angegriffen werden, aber es wäre trotzdem eine sinnvolle Initiative. Also. Ja, wie Kaiser schreibt, das ist eigentlich eine gute Idee, Luxemburg besetzen, damit wir unser eigenes Steuerparadies haben. Das haben wir auch schon in Monheim am Rhein. Schaut mal nach, warum die die einzige deutsche Stadt mit kostenlosen ÖPNV sind. Zum ersten Mal schreibt auch Zitrus Frucht des Zorns, liebe Grüße, die ABL Kleinbauern, also die. Das ist halt die linke Vertretung plädiert zum Beispiel dafür, die Agrardieselrückerstattung bis 10.000 Liter Diesel pro Jahr beizubehalten, also die kleineren Höfe zu subventionieren und die größeren, die es sich leisten können, zu belasten. Das wäre jetzt ein gutes Beispiel. Da hatten wir auch im Vorhinein schon drüber gesprochen, ein bisschen Vorbereitung auf den Stream, dass man das nur noch einfach staffeln könnte. Warum sollen jetzt alle das tragen? Warum kann man nicht die kleinen Höfe davon ausnehmen, die eh schon mit dem Rücken an der Wand stehen? Wieso dann nicht einfach, dass halt die Großunternehmen das halt wirklich tragen? Ich glaube, dann würde es auch diese Proteste in der Form nicht geben, weil dann die Basis der Leute halt sagen würde, ja gut, dann, wenn es mich jetzt halt nicht trifft, dann geht es ja so. Also, und das ist halt auch eine Sache, dass diese ja oftmals dann auch grün motivierten, was ja dann in dem Fall auch der Fall ist, Gesetzesentwicklungen, die sind halt nicht sozial. So, die sind halt nicht sozial ausgerichtet und die differenzieren halt nicht zwischen dem Portemonnaie und dem Besitz der Leute. Ja, also ich finde das natürlich auch eine sinnvolle Initiative, aber tatsächlich, ich hatte das auch mitbekommen, dass auch aus der Ampel selber darüber diskutiert wurde, soll man jetzt beispielsweise diese ganzen Subventionen, Steuerentlastung, soll man das beispielsweise beibehalten bis 80 Hektar? Da diskutieren die auch selber drüber. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bauern das einfach auch nicht mehr annehmen würden. Also ich glaube, die sehen auch das, was der ABL da macht, jetzt als einfach nur Zugehen auf die Regierung, weil es da so einen starken Zusammenhalt einfach zwischen diesem Berufsstand Bauern gibt, dass da jetzt irgendwie zu versuchen, von linker Seite so einen Keil reinzutreiben, irgendwie von ja, ab da die größeren Höfe dann nicht mehr. Ich glaube, dass das jetzt von den Leuten einfach nie in diesem Protest nicht aufgenommen wird. Also ich glaube, wir können da nicht ein Zeichen damit setzen, dass wir sagen, ja, hier aber die Großunternehmer. Das wäre eigentlich das, was wichtig und was sinnvoll ist, aber ich glaube, jetzt in diesem konkreten Kampf wird das gar nicht möglich sein. Ja, das stimmt. Das wäre halt, wie gesagt, vielleicht was gewesen, was die halt, ich meine, so, wer bin ich da darüber halt irgendwie zu reden, was die machen sollen, aber ne, halt so, das hätten die halt von vornherein machen können, diese Aufstaffelung. Aber es geht ja erstmal darum, überhaupt festzuhalten, so, die differenzieren halt nicht. Und die sagen halt einfach so,
gibt uns die Kohle, weil wir müssen halt irgendwie ein Haushaltsloch stopfen. Und wo sind wir eigentlich angekommen als Linke, darüber dann zu urteilen, wenn Menschen dann da auf die Straße gehen und sich über den Staat und die Regierung aufregen und dann halt irgendwie zu sagen so, ah ja, aber irgendwie, ne? Das ist doch bescheuert, Leute. So. Okay, aber schauen wir uns jetzt erstmal noch an, was es denn so für Mobilisierungen gibt. Und dann gucken wir noch ein bisschen ins rechte Lager und gehen dann auch über, um mal zu schauen, was von links so bisher kommt. Hier ist eine Liste von, also ist halt wirklich natürlich jetzt nicht mega übersichtlich für euch. Es ist halt so eine Riesenliste, so ein Dokument mit halt 92 Eintragungen, wo ganz unterschiedliche Proteste angekündigt werden und gesammelt werden. Auch einiges, was schon im letzten Jahr war. Und ich denke, wenn man das so überfliegt, ich gehe vielleicht noch mal ein bisschen, ich will nicht näher rangehen. Also man sieht halt sehr, sehr viel Deutschlandfahnen, sehr, sehr viel auch, wie jetzt hier sowas, was man vielleicht auch kennt, wenn man sich jetzt mit rechten Meme-Pages und so weiter auseinandersetzt, das zum Beispiel Design, was ich dann auch mal, schon mal häufiger mal gesehen habe, was dann jetzt hier wieder verwendet wurde. Hier Landschaft, Verbindung, worüber wir ja schon gesprochen haben. Also man sieht halt schon sehr deutlich, dass es hier zum Teil eben eine, oder zu auch relevanten Teilen Mobilisierung von rechts gibt und stattfinden. Auch bestimmte Parolen und Fragmente aus der Querdenkenbewegung, die dann immer wieder neu hier auch aufgeladen werden. Aber es ist jetzt halt natürlich nicht nur das. Ja, ich meine, wir sind einfach wieder genau dabei zu sagen, dass die Färbung ist ganz explizit so. Klar. Wenn du jetzt sagst, ich meine, die Ampel hat es einfach geschafft, jetzt primär für eben grüne Ideologie zu stehen, damit auch für die politische Linke und das, was sich da formiert. Ich würde da schon auch so weit gehen und sagen, das ist von eigentlich allem, was jetzt über die reinen Berufsinteressen hinausgeht, eine rechte Bewegung. So. Und ich glaube, das sollte man auch an dem Punkt anerkennen. Nur ist jetzt auch die Frage, auch wenn eine Bewegung so stark rechts geprägt ist, sollten wir da reingehen? Sollten wir unsere eigenen Akzente setzen? Und auch da würde ich weiterhin sagen, ja. Allein schon gerade allein schon gerade in Solidarität auch mit dann halt den linken Landwirtinnen, die es hier gibt und die ja auch selber davon betroffen sind, die auch selber dann ja auch Teil der Proteste sind und die es ja auch zu unterstützen gilt. Und deswegen finde ich auch, da werden wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen, über die FAU, die Initiative und die ABL-Geschichte. Ja. Da gilt es halt dann dran anzuschließen, weil wir dürfen halt keinen Kampf, der so breit ist, der so große Teile der Gesellschaft dann auch erreicht, einfach verstreichen lassen und einfach nur sagen, ja, lass am besten da einfach gegen vorgehen oder so. Holto schreibt noch zu dem Thema von vorhin, mit wen das jetzt so trifft, dass du über Weihnachten auch ein bisschen mit Landwirten in meiner entfernten Familie über das Thema gesprochen und die meinten auch, dass vor allem bzw. besonders stark Biobetriebe betroffen sind von den Streichungen, da diese einfach deutlich häufiger fürs Düngen und Pflanzenschutz über die Felder fahren müssen. Auch sehr interessant. Ja, und Anarchismus Beste, du sagst noch, dass es wieder spannend bei dem Ganzen ist, dass man von links bisher kaum etwas hört, wenn wir von Teilen der FAU absehen. Meint ihr, das liegt an mangelnder Attraktivität des Themas oder generellem Unwissen oder an etwas anderem? Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir auch zu den Bauernprotesten in der Folge selber besprochen haben, zu den deutschen Bauern, dass das halt zum einen wenig Verbindung abseits jetzt von der ABL
und von den grünen Gewerken dazu gibt, also zu Bauern. Es gibt sehr wenig Verbindung zu den Kämpfen vor. Es gibt sehr wenig Organisierungsgrad von links im Gegensatz zu anderen Branchen. Und natürlich ist es auch so, dass das Thema extrem unattraktiv für die Leute ist. Einmal, weil der Bauernstand sowieso als extrem konservativ gilt, weil medial und natürlich auch aufgrund von realen Konkurrenzbedingungen Bauern einfach als klimaschädlich gelten und als Tierrechtsverweigerer sehr brutal, wenn sie in der Viehwirtschaft tätig sind. Und wir natürlich jetzt die starke rechte Prägung haben. Und das sind alles Sachen, die eigentlich dafür sorgen, dass dieser Berufsstand absolut unattraktiv für Linke ist, sich irgendwie daran zu beteiligen, weil die Leute machen sich ja schon bei Themen, wo das nur 10% so krass ist, mit diesen negativen Sachen belegt, machen sie sich ja schon nicht die Finger schmutzig. Und dann ist es ja irgendwo logisch, dass die Leute gerade hier dann auch sagen, nee, bitte, wirklich überhaupt nicht. Da will ich jetzt gar nichts mit zu tun haben. Wie du gesagt hast, entweder gehe ich dagegen vor oder ich stecke den Kopf in den Sand. Schließen wir dann mal noch ganz kurz unseren Part zu der Rechten ab, weil da haben wir noch ein Video einmal mitgebracht von einem rechten Bauerninfluencer, wenn man so will. Ja, im Kopf von Landschaft Verbindung, nämlich dem Anthony Lee. Das ist eigentlich so das populärste Gesicht, gerade von Landschaft Verbindung. Und ist ganz spannend, wenn ihr den Namen mal eingebt, da könnt ihr ihn auch in unterschiedlichen Formaten zu diesem Thema eben aus seiner Perspektive oder aus der LSV-Perspektive sprechen hören. Hören wir mal, was er so sagt in dem Video. Okay, ihr hört nichts. Okay, was stimmt nicht? Gar nicht so einfach herauszufinden gerade. Okay, dann, ihr habt es ja, ist es eh nur, das ist auch das einzige Video, was wir mitgebracht haben, dann können wir ja einfach kurz zusammenfassen, was er sagt. Also im Prinzip ist es halt einfach ein Aufruf. Im Prinzip ist es einfach ein Aufruf, wo er halt noch vor Weihnachten noch da irgendwie erzählt, dass man halt die Proteste intensivieren soll und so weiter. Also, dass es halt jetzt dann nächstes Jahr richtig losgeht. Und so, wir wollten es einfach nochmal kurz zeigen, um einen Eindruck zu gewinnen, weil das ganz spannend ist. Weil der Typ halt im Prinzip immer diese Videos halt, diese alles einfach mal im Hintergrund laufen, damit man es nochmal ein bisschen visualisiert hat. Also, der einfach, einfach nur da steht und sein Handy zückt und halt Videos macht. Also halt auch keinen großen Bezug jetzt zu großen Social Media Sachen oder so vielleicht eigentlich hat. Aber es total gut ankommt. Ihr seht ja hier 266.000 Aufrufe. Das ist schon eine Menge und auch 50.000 Abos. Und der wird wohl auch viel in so Shows und so eingeladen, ne? Ja, aber eben, also alles, was ich bislang von ihm gesehen habe, waren explizit rechten Shows. Und da finde ich das auch ganz spannend, wenn man, oder Alternativmedien-Shows, die jetzt Rechts geprägt sind, rechts ja. geprägt sind, wo ich jetzt vielleicht nicht bei jedem genau sagen könnte, wie die am Ende politisch dastehen, aber da finde ich das spannend, da hat er beispielsweise auch schon im Endeffekt bei so einem Roundtable gesprochen, wo es einfach nur darum ging, gegen die aktuelle Klimagesetzgebung, so, wo es einfach nur darum ging, Klimawandel im Endeffekt zu leugnen, wo er auch mit dabei war. Ich schaue mal ganz kurz, ob es tatsächlich einfach nur zu leise war. Ich mache mal nochmal Genau. lauter. Hört man das jetzt?
Noch weniger als vorher. Okay. Dann mal gucken später, woran es liegt. Müssen wir nochmal überlegen. Ja, aber das war nur jetzt ein kleiner Eindruck. Und um das Ganze abzuschließen, was ich auch noch ganz interessant fand, dass es auch aus der politischen Rechten aus Polen Unterstützung für jetzt die Proteste gibt. Und zwar hier diese Partei, ich kann sie natürlich jetzt nicht aussprechen, aber Probier die. es einfach mal, die Leute verzeihen dir das. Nein, 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 die Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit, die eben eine klar rechtsextreme Partei ist, da ist der Vorsitzende von der Partei auch gleichzeitig Vorsitzender von so einer LKW-Organisation in Polen. Und die rufen jetzt halt auch eben dazu auf, dann nach Deutschland zu kommen zu den Protesten und die dann halt sozusagen so zu unterstützen. Fand ich auch ganz interessant, dass es dann hier auch so eine Art. Ja, auch dann über die Grenze hinweg Verbindungen gibt, weil das war ja auch, glaube ich, teilweise schon in den Medien, dass halt auch so Trucker und so überlegen, sich dann dem Ganzen noch anzuschließen, den ganzen Protesten von den Bauern und ja, aus Polen kommt das auf jeden Fall. Meinst du, das hat auch was damit zu tun? Ich meine, jetzt zwei von den Parteivorsitzenden, Gregor Braun und Sławomir Mentzen, ob das vielleicht sogar so, also ich meine, Polen gibt Ah, es ja den nicht mehr kennt so man viele doch. Deutsche. Das ist doch dieser Typ, der so richtig abgefuckt hier diese jüdischen Feierlichkeiten mit einem Feuerlöscher unterbrochen hat Ach, der hat letztens. die, Ja. ja, der hat die, ist das, wie heißt das Ding nochmal? Die Menora. Ja. Ausgemacht, ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Das war ja so ein richtiger Skandal. Das war richtig krass. Ja, auf jeden Fall, diese Leute kommen halt irgendwie jetzt auch nach Deutschland mit ihren Trucks oder so. Um das zu unterstützen. Ja, vielleicht gibt es da so eine kleine grenzübergreifende deutsche Verschwörung. So, aber was Ja. macht die Linke? Da seid ihr ja auch jetzt schärfer drauf gewesen, haben wir auch schon ein bisschen darüber diskutiert. Und ja, die Linke macht zum Beispiel solche coolen, solche total coolen Memes. Ist gut, das haben wir noch nicht gesehen. Streik brechen. Ja, ist auch mal schön. Ich finde das toll, dass es mal irgendwas anderes Reaktionäres abseits von Bombern und Panzern gibt, wo man sich mal so positiv drauf beziehen kann. Ja. Streik brechen, das ist neu. Sadi fragt, GoPro, ja, linksliberale und so. Aber ich glaube, sowas zum Beispiel, so ein Bild, das ist ja auch mit so Antiverfahren und so, weiß nicht gar nicht, ob das überhaupt unbedingt aus dem linksliberalen Spektrum kommt, sondern vielleicht sogar aus so einer Melange, ne? Also die große Teile der auch von so einer Antifa-Szene sind ja mittlerweile auch recht linksliberal und auch in Teilen zumindest staatstragend, weil man sich dann halt auch so anguckt, wie sie sich jetzt halt verhalten, dass sie im Prinzip bei einer Regierungs bei so, wo halt dann Zehntausende Menschen perspektivisch auf die Straße gehen werden gegen die Regierung und die halt dann eben sich auf der Seite der Regierung und auf der Seite der Maßnahmen von der Regierung positionieren. Aber ja, ich glaube, ist dann ja halt so eine Melange, ne? Diese, aus der das vielleicht stammt, aus so einer linksliberalen und linksradikalen Melange. Sadi fragt nochmal, warum ist es eigentlich so, dass die Bauernschaft in Deutschland konservativ bis rechts ist? Aus Andalusien kenne ich es so, dass es von links bis rechts alles gibt. Es gibt auch viele linke Genossenschaften. Ja, warum sich das jetzt explizit in Deutschland so entwickelt hat, könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so aus dem Stegreif sagen. Also, ich denke, dass das auch damit zu tun hat, dass einfach sich nicht so viel von diesen linken aufs Land Bewegungen erhalten hat. Und ich glaube gleichzeitig, dass aktuell einfach sehr viel durch Klimagesetzgebung bzw. Umweltgesetzgebung von den Leuten da nochmal angefeuert werden, in diese Richtung zu gehen, dass wir diese sehr starken rechtsgeprägten Branchenverbände haben, die auch einfach eine enge Verbindung dann teilweise vor allem mit CDU, mit CSU haben. Ich glaube, in Bayern hatten das nochmal angesprochen, da sind diese Verbindungen einfach noch viel stärker. Und wenn man sich das so anschaut mit
vielen Bauernschaften in Europa, eben nach dem Ende des Feudalismus, haben sie sich ja immer auch mehr konservativ organisiert. Also ich glaube, da gibt es einfach sehr tief sitzende Strukturen, weil es gerade in vielen Republiken eben für Bauern dann auch mit der Marktöffnung, mit der Konkurrenz, die dann einfach auf dem europäischen Markt entstanden ist, es einfach viele zunehmende Probleme gab. Und ich glaube, da ist es recht sinnvoll, dann aus der eigenen Perspektive sich auch nationalistisch oder rechts zu organisieren. Ich meine, von links gibt es ja, würde ich sagen, primär so drei Ansätze oder Ebenen, wo die Linke noch so richtig stattfindet. Auf der einen Seite über das, was noch übergeblieben ist aus den Klimakämpfen. Also zum Beispiel in Gorleben gibt es ja noch eine sehr starke linke Tradition, die über die Proteste gegen Atomenergie gewachsen ist. Es gibt im Rheinland natürlich auch jetzt eine gewachsene linken Einfluss bezüglich der Proteste gegen Kohle. So, das ist das eine, was auf so einer Grundlage, also auf so Massenkämpfen von früher oder aus kürzerer Zeit eben entstanden ist. Und die anderen Sachen, dann gibt es natürlich noch die solidarische Landwirtschaft, was auch ein Ansatz ist, der schon mit einer Linken auch verbunden ist und wo es ja wirklich auch recht viele Projekte gibt, die aber wiederum sehr stark getrennt sind von der eigentlichen Bauernschaft. Also da gibt es, glaube ich, eine recht große Kluft. Und dann als drittes kann man vielleicht noch von so Landkommunen sprechen, dass da auch noch einiges existiert, was dann ja auch ländlich einzugruppieren ist. Ja, du sagst es, Fosco. Die junge ABL, da können wir jetzt auch drauf kommen als nächstes. Der ABL ist ja der ja so links geprägte Bauernverband und die junge ABL hat hier auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo sie sich eben mit den Protesten solidarisiert und halt probiert, eine eigene Position einzunehmen. Man muss, wie gesagt, dazu sagen, dass die ABL und die junge ABL halt sehr klein sind im Vergleich. Aber umso wichtiger ist es, da halt ja auch, das sind dann halt Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für uns, wo wir halt Ansatzpunkte finden, wo man dann halt auch mit Leuten zusammen vielleicht was starten kann, wenn es halt entsprechende Strukturen in eurer Gegend gibt oder so, wenn ihr jetzt überlegt, was kann man denn machen, wie kann man auch vielleicht mit das Ganze auch einen linken Einfluss in diese Bauernproteste bekommen, dann wäre ja die ABL ein Ansprechpartner. Eigentlich der einzige. Neben der FAU, klar. Ja, aber ich meine ja, Mhm, also ja. die sind ja bedeutend größer als die FAU. Ja. Bedeutend, bedeutend. Also auch wenn wir uns die ABL selber angucken und die FAU als Ganzes, sind die bedeutend größer. Und es gibt einfach nichts anderes. So klar müssen wir es ja sagen. So, es gibt vielleicht Individuen, es gibt vielleicht ganz kleine lokale Interessenverbände, aber sonst gibt es ja abseits von der ABL. Also ich weiß nicht, fällt dir noch irgendwas ein? Nee. Ja, ich glaube, so müssen wir es auch sehen. Da gibt es halt einfach ja, nicht viel anderes, so, wo wir uns drauf beziehen können. Ja, vielleicht fällt Wolfgang gleich noch was ein, wenn er in einer Viertelstunde dazukommt. Aber für den Moment erstmal nicht. Immerhin das. Also besser als nichts. Nee, klar, das sehe ich ja auch so. Ich meinte nur, ich wollte nur noch mal, dass das nicht so ist. Okay, die ABL ist irgendwie ein Teil von einem großen Buffet, wo wir uns irgendwie an Anknüpfungspunkten und Vernetzungen bedienen können. Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dann gab es auch noch jetzt einen Artikel in der Jungen Welt von Oliver Rast. Ich glaube, das ist der zweite Artikel. Ich weiß nicht, wer Oliver Rast kennt. Mir ist er vor allen Dingen noch hängen geblieben über die Gefangenengewerkschaft. Die hat er ja mit gegründet. Und ja, jetzt wirklich, wir sind jetzt wirklich keine Fans von der Jungen Welt, aber Oliver Rast ist ein guter Genosse. Und der schreibt eben ab und zu für die Junge Welt. Und der hat jetzt auch einen ganz interessanten Artikel geschrieben. Linke Landwirte bei Protesten kaum präsent. Also halt auch hier die entsprechende Sichtweise. Aber halt eben auch eine
Eine Geschichte, wo er halt von links halt auch probiert dazu was zu liefern, auch einen positiven Bezug auf die Proteste zu haben und auch über aktuelle Entwicklungen berichtet, weil das fand ich nämlich auch interessant, dass jetzt schon diese Bauernproteste Wirkung zeigen, also wo jetzt halt entsprechend gesprochen wird schon hinter den Kulissen von der Regierung, ob man nicht das Ganze wieder zurücknimmt oder zumindest anpasst. Ja. Mit also die ganzen Auslöser davon. Kann halt sein, dass es zu spät ist, nur so nebenbei gesagt. Also dadurch, dass das Ganze eventuell, man weiß es ja nicht, wie groß es wird, aber eventuell auch als eine breitere Bewegung dann gegen die Regierung oder so entwickeln könnte. Man weiß es ja nicht 100%. Also ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass das ist halt die Frage, wie viel Spielraum, die da gerade haben, weil das ist ja auch eigentlich aus so einer Regierungskrise entstanden. Es gab ja eben dieses große Loch aufgrund dann der CDU-Klage und den Umnutzung von diesen Sondervermögen aus der Corona-Zeit, wo dann ja das jetzt eine von den Sparmaßnahmen war, die eben dann von der Ampel angestrebt wurden, um das Finanzloch zu schließen. Und was ich jetzt irgendwie so von Ampelpolitik mitbekommen habe, das wirkt auch alles unfassbar chaotisch darum und auch wirklich intern schon sehr verzweifelt. Und wenn es da jetzt noch zu diesen großen Protesten kommt, boah. Ja. Jo, dann haben wir noch eine kleine Übersicht über, was ist zu tun jetzt gerade, was man machen kann. Und da gibt es auf jeden Fall, aber vielleicht sollten wir es nicht ganz öffentlich zeigen, das ist vielleicht etwas, ich hätte es rauskopieren sollen, glaube ich. Ja, warte, ich kopiere das mal, ich lese das mal hier vor. Das war vielleicht etwas dumm. Ist kein auf den Hut. Also, was eben vorgeschlagen wird, ist, dass man sich halt eben der Hauptforderung der Bauern eben anschließt, so wie das die FAU ja auch von der Initiative Grüne Werke auch gemacht hat. Sie hat sich eben angeschlossen an die Hauptforderung für eine halt von Agrardiesel- und Kfz-Steuerbefreiung und hat sich halt in der gleichen Phase eben für eine Unterstützung vom Bahnstreik ausgesprochen. Und konkret könnten wir halt eben mit, wird halt eben vorgeschlagen von der FAU, dass man halt sich auch dann mit Transparenten an Häusern, Zäunen, Ortsränden oder halt auch entsprechend in Chatgruppen und an Protesten dann halt beteiligt und halt so folgende Punkte da näher thematisieren kann, wie zum Beispiel die Militärmilliarden, dass sie in die Landwirtschaft eigentlich fließen sollen oder die Subventionen für die Landwirtschaft, dass sie nicht nur für die Superreichen draufgehen sollen, generell eine Solidarität mit den Streikbewegungen. Wie dem GDL-Streik und dann halt auch eine Gegenoffensive zu der AfD so ein bisschen, dass man halt die Thematisierung des AfD-Parteiprogramms da thematisiert, die halt die Haupteinnahmequelle der Bäuerinnen vernichten wollen. Landwirtschaft, mehr Wettbewerb, weniger Subventionen. Die EU-Subventionen sind Schritt für Schritt zurückzufahren. Das ist ja auch ganz witzig, weil darüber hatten wir dann ja auch gesprochen in unserer Folge. Die AfD will also die Haupteinnahmequelle, die Subvention der EU halt streichen und das würde wahrscheinlich das absolute Ende der deutschen Landwirtschaft bedeuten. Das war auf jeden Fall deutlich schlimmer als die Streichung von Agrardieselsubventionen. Das wäre doch mal spannend, wenn jetzt die AfD an die Macht kommt und dann halt die EU-Subvention über irgendeinen Weg dann halt streicht und dann halt Und der linke so Bauernaufstand. ein linker Bauernaufstand gegen die AfD. Ja, wenn die Bauern sich jetzt wirklich als so revolutionäres Subjekt durchschlagen können, wie die Rechten die ausmachen, vielleicht wäre das ja eine Idee. Ja. Aber das sind ja auf jeden Fall ganz, ganz nette Sachen. Dann halt als Ideen, dass man halt in den Telegram-Channels und WhatsApp-Kanälen sich einklinken kann, da ein bisschen sprechen kann. Dass man halt eben Kontakte
aufbauen soll, auch Kontakte zur GDL, zu anderen Gewerkschaften auf das Thema aufmerksam machen, entsprechend da auch andere Linke natürlich zu motivieren, da nicht einfach nur sich zu distanzieren oder sonst irgendwas, sondern da halt eine vernünftige, differenzierte Position aufzumachen. Ja, und vielleicht auch ein paar Notfallpläne überlegen, wenn es dann doch zu jetzt einem allgemeinen rechten Aufstand kommen sollte, wovon wir jetzt zumindest nicht ausgehen. Ja, dann wird es schwierig. Ja, genau, und das hat uns jetzt auch hier zu unserem letzten Punkt gebracht, wo wir alleine sind. Wolf ist auch schon da und den lassen wir gleich rein, denn die Initiative Grüne Werke hat jetzt also gestern erst. Das ist übrigens grüne Gewerke. Oh, Verzeihung. Nachdem wir die schon in der Folge so übergangen haben. Ja, hat einen kurzen Aufruf veröffentlicht, der sich entsprechend positioniert und der in den Kommentaren sehr, sehr viel von dem hier hervorgebracht hat. Weil es hat vielen Linken nicht gefallen, dass die FAU sich da entsprechend so positioniert hat, wie sie sich positioniert hat. Und ja, werden wir jetzt mit Wolf auch nochmal drüber sprechen. Und dann können wir jetzt mal, wenn ich es schaffe, hier unseren Share-Modus wieder beenden. Das müsste jetzt passiert sein. Und dann begrüßen wir Wolf. Hallo. Grüß dich. Hallo, hört ihr mich? Wir hören dich. Wir hören dich. Gibt es diesmal eine Rückkopplung oder ist es nicht der Fall? Ich mache mein Mikro einfach aus, wenn ich nicht rede. Okay, aber ihr könnt ja mal sagen, ob es eine Rückkopplung gibt. Ich hoffe nicht, weil diesmal sind die Einstellungen etwas anders. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt schon eine Stunde ein bisschen gequatscht. Du bist bestimmt gerade in heller Vorbereitung auf den großen rechten Aufstand, der uns hier möglicherweise ins Haus steht, oder auch nicht. Schön, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast, da zu sein. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, du kannst ja mal so ein bisschen was erzählen, wie gerade so der Stand ist, weil wir haben gerade kurz über den Aufruf gesprochen, der gestern rausgekommen ist. Was gibt es vielleicht auch Spannendes an ganz, ganz frischen neuen Entwicklungen? Genau, an ganz frischen neuen Entwicklungen. Ich habe schon ein bisschen Mäuschen gespielt bei euch und habe gehorcht, was ihr so erzählt habt. Und genau, spannend ist, dass ich gerade von der Sitzung komme von der jungen AWL, wo auch nochmal ein paar andere Verbände, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, die sicher auch politisch sehr heterogen sind, da waren, aber die zumindest irgendwie klar die Notwendigkeit sehen, sich da jetzt rechts abzugrenzen und genau nach Möglichkeiten suchen, eben diese Proteste auch zu führen, ohne mit Nazis zu demonstrieren oder auf überwiegenden Nazi-Veranstaltungen zu landen. Genau, das ist so eine aktuelle Entwicklung, dass da auf jeden Fall mehr miteinander geredet wird. Genau zu unserem Aufruf ist vielleicht noch zu sagen, dass wir sind ja eine anarchistische Organisation, das heißt, wir haben den Feind unter den Mitgliedern abgestimmt. Das hat natürlich ein paar Tage gedauert. Genau, wir waren noch ein bisschen optimistischer bezüglich der Kräfteverhältnisse, als wir den rausgebracht haben. Das muss man auch sagen. Also es ist in einigen Bundesländern gibt es schon einfach überwiegend rechten Protest. Das muss man leider sagen. Ich sitze im schönen Dresden. Da sieht es gerade übel aus. Da haben wir zumindest irgendwie heute wurde auch ein Schritt nach vorne gegangen, dass es auch eine Demo gibt, die nicht von den Freien Sachsen oder anderen rechten Kräften organisiert ist. Aber es ist sozusagen schon durchaus ein hartes Brot und eine harte Gemengelage. Und es ist aber gleichzeitig auch ultra schwer. Also wir versuchen natürlich in den Infokanälen dran zu sein, die Lage zu sichten und so weiter.
Es ist aber auch mega schwer, weil es passieren Dinge in 1000 Telegram-Gruppen, in WhatsApp-Gruppen, auf Facebook, und da jetzt so einen Durchschnitt rauszukriegen, wie die Lage gerade ist, ist nicht einfach. Warte kurz. Ja. Was für Rückmeldungen kriegt ihr denn eigentlich von, sage ich mal, jetzt nicht schon links organisierten Bauern? Also ist das auch so, dass ihr jetzt so Rückmeldungen einfach allgemein aus, postet ihr das auch in die Telegram- und WhatsApp-Gruppen rein, eure Aufrufe oder jetzt auch von der FAU? Was ist das für eine Resonanz, die ihr da bekommt? Also, ich glaube, das ist unterschiedlich. Da habe ich jetzt keine, also dann, ne, uns hat es ja auch ein bisschen überrumpelt. Ich saß ja neulich noch in der letzten Folge, wir haben die Frage diskutiert und ich habe gesagt, hey, wir sind im Aufbau, da äußern wir uns gerade nicht zu. Naja, und so schnell kann es gehen, jetzt sitze ich wieder hier. Genau, dementsprechend sind gerade ganz viele Mitglieder aus der FAU in ultra vielen Chatgruppen am Hasseln. Und ich persönlich bin gerade wieder durch den lokalen Schwerpunkt vorrangig in rechten, also klar rechten Telegram-Gruppen unterwegs, wo relativ klar ist, ich kann das da posten, aber dann bin ich halt nicht mehr in der Gruppe. Deswegen poste ich es da nicht. Genau, wir versuchen da eher sozusagen mit niedrigschwelligeren Sachen ein bisschen reinzugehen oder mal einen Daumen runter auf so ganz rechtes Zeug. Das ist gerade das Niveau in den Gruppen eher, und selbst da, also da sind organisierte rechte Leute drin, die versuchen schon auch ihren Laden sauber zu halten. Das heißt, man kann da schon Mäuschen spielen, aber man kann da relativ schwer rein intervenieren. In anderen Gruppen sieht das, glaube ich, deutlich anders aus und in anderen Bundesländern. Da habe ich aber leider gerade nicht so die Resonanz. Und ansonsten waren wir halt viel auf Twitter. Das sind Landwirtinnen wenig. Da haben wir vor allem linkes Feedback gekriegt, wie ihr ja schon gemeint habt. Genau, was wir aus der bäuerlichen Ecke gekriegt haben, mit der wir zusammenhängen, ABL und so weiter, war sehr viel Zuspruch für das Statement. Und also da fiel zum Beispiel von einer langjährigen Genossin der Satz, bestes Statement, was bis jetzt draußen ist, danke dafür und so. Also da wird schon die Arbeit gesehen und das tut auch gerade ganz schön gut. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, dass das ja auch viel wert ist, wenn vielleicht dann diese Zusammenhänge mit der ABL und der FAU dann halt sich so ein bisschen festigen und da halt auch vielleicht neue Verbindungen entstehen und dadurch überhaupt, ich meine, auch eure Initiative ist ja jetzt total neu und dadurch überhaupt mal wieder eine relevantere Organisation und wahrnehmbare linke Ansätze auf dem Land dort überhaupt jetzt dazukommen und sich verbinden und entwickeln. Das ist ja, wäre ja schon eine schöne Sache, wenn das aus dieser Situation hier draußen steht und man dann vielleicht noch eben bestimmte einzelne Leute zumindest auch erreichen kann, die jetzt halt hier mit von der Partie sind in diesen Bauernprotesten, dann hat man ja schon einiges gewonnen. Also, ne, das ist in der Gemengelage, in der wir uns befinden, ja dann schon einiges. Gleichzeitig ist es für meine Begriffe schon ziemlich kompliziert. Also wir stehen vor der Situation, dass es einfach rechte Akteure in der Branche gibt. Die sind einfach schon ein ganz paar Jahre länger auf dem Platz als wir jetzt, nicht als die ABL, aber die machen seit ein paar Jahren sehr aktive Netzwerk- und Unterwanderungsarbeit. Und die holen zum Teil, ich spreche jetzt eher für Sachsen, aber ich glaube, die holen schon auch ein Klientel ab, was irgendwie sagt, naja, eigentlich ist das System scheiße, die aber, ne, diese ostdeutsche Resignation völlig resigniert sind bezüglich tatsächlicher, utopistischer, antikapitalistischer Alternativen, weil die Linke die ja auch nicht in die Dörfer trägt oder sowas, oder das zumindest in den letzten Jahren nicht gemacht hat, was auch Gründe hat, ne, Baseballschlägerjahre und so weiter. Es gab Gründe, warum Linke von dem Land weg sind und warum POCs da überhaupt nicht sind und wenn sie sich's aussuchen können und so. Aber wir merken, da hätte so ein paar Jahre Arbeit miteinander reden und wirklich auch Utopien mitbringen, Konzepte mitbringen für eine anarchistische, radikal antikapitalistische Politik, würde da, glaube ich, schon ein paar Leute abholen oder hätte die vor Jahren abgeholt. Aber jetzt sind die halt mangels Alternativen richtig streng im rechten Sumpf. Und dann gibt es uns und es gibt diese Klientele, die ihr ja auch angesprochen habt, die durchaus für eine antikapitalistische Agrarpolitik auch zu haben sind. Und dann gibt es aber, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Bündnistreffen, wo ich in den letzten Tagen saß,
natürlich eben diese anderen BündnispartnerInnen aus den eher konservativen BäuerInnenverbänden und so weiter, die vielleicht eher denken zurück zur CDU oder so und bei denen der kleinste gemeinsame Nenner Rechtsstaatlichkeit, Gewaltfreiheit und die parlamentarische Demokratie jetzt hier bloß nicht umstürzen ist oder vielleicht noch nicht die AfD. Und das ist natürlich auch eine mega weite Spanne, um daraus jetzt sozusagen ein Anti-Rechtsbündnis irgendwie in der Landwirtschaft zu formen. Ne? Das ist, was ich wahrnehme. Ich meine, das ist ja auch immer, was wir sagen. Also man kann halt, wenn dann jetzt solche großen Proteste und Kämpfe aufflammen, nicht über Nacht das, was man als Linke über Jahrzehnte verkackt hat, einfach so aufholen. Das geht nicht. Man muss halt einfach jetzt mit dem arbeiten und dem leben, was es halt an Strukturen gibt. Und ich meine, ihr habt ja wirklich, wenn man euch so ein bisschen verfolgt hat, in Dresden ja auch über Jahre das versucht, auf dem Land wirklich aktiv zu sein in ganz unterschiedlicher Weise. Und da seid ihr ja auch herausragend in dieser Arbeit im Vergleich auch zum Großteil des anarchistischen Milieus. Aber ja, das ist leider die Realität, ne? Dass man das jetzt nicht über Nacht wieder wettmachen kann, sondern einfach gucken kann, was man jetzt noch was zu retten ist. Ich meine, spannend finde ich das natürlich auch. Das war ja auch, wie du schon angesprochen hast, dass wir beim letzten Mal eben in der All-Stars-Folge so darüber gesprochen haben, dass das bei euch ja natürlich jetzt auch einfach eine interne Diskussion dann auslöst, ne? Und auch eine inhaltliche Positionierung zu den ganzen Fragen, eigentlich diesen ganzen Prozess dann jetzt ja auch so ein bisschen Hals über Kopf wahrscheinlich dann notwendigerweise beschleunigt. Und ich finde, das ist schon extrem wichtig, weil das ist auch was ich jetzt für mich so ein bisschen aus der Beschäftigung mit diesem ganzen Bauernthema so ein bisschen mitgenommen habe, dass es auch unfassbar wichtig ist, dass wir uns eben zu diesen ganzen Fragen auch positionieren können, die den Leuten jetzt da ganz konkret unter den Nägeln brennen. Weil ich meine, an sich ist es ja total naheliegend, dass eigentlich die Bauernschaft auch in Deutschland sich gerade jetzt mit unserer Stärke beispielsweise in der Klimabewegung da solidarisieren sollte, weil sie ja jetzt schon eigentlich die Auswirkungen davon spüren. Gerade in Ostdeutschland ist Dürre natürlich nochmal ein größeres Problem als auch hier bei uns in Westdeutschland. Und dass es eigentlich total naheliegend für die Leute ist, aber dass trotzdem die Sachen, die jetzt von der Politik kommen, als noch viel drückender wahrgenommen werden, wie jetzt beispielsweise die Geschichte mit dem Agrardiesel und der Kfz-Steuer, aber auch schon vorherige Sachen mit irgendwelchen Einschränkungen von welcher Pestizid-Herbizideinsatz ich jetzt da nutzen kann. Und dass es unfassbar wichtig ist, dass eben da nicht nur ihr jetzt irgendwie diese Aufgabe tragt, sondern eigentlich die gesamte Linke sich mit diesen ganzen Fragen deutlich intensiver beschäftigt. Ich glaube, was vor allen Dingen wichtig ist, also ne, wir haben das jetzt bei dem Statement gemerkt, wir haben es auch schon beim Schreiben gemerkt, es ist natürlich ultra schwer, jemanden, der nicht auf dem Acker steht und ungefähr weiß, wie landwirtschaftliche Abläufe funktionieren, zu erklären, dass die Rücknahme dieser Dieselsubventionen fürs Klima überhaupt nichts tut. Da musst du ein bisschen ausholen. Das haben wir auf Twitter auch, ne, gemerkt, da waren die Leute dann so, ah, ihr scheißt also aufs Klima, ihr wollt den Diesel jetzt zurück und so weiter. Und sozusagen diese Themen sind übelst kompliziert. Bevor ich in der Branche war, hatte ich auch keinerlei Ahnung davon. Ne, dass es halt heißt, die Alternative zu ich spare Diesel in der konventionellen Landwirtschaft ist halt am ehesten noch, ich hau halt mehr Pestizid drauf. So, weil ich halt dann weniger mechanische Unkrautbekämpfung mache, die ich halt mit dem Trecker mache, zum Beispiel. Und ich fände ultra wichtig oder ich würde mitgeben wollen an Linke, die zuhören und jetzt so ein bisschen nach einer Position suchen, sagt halt nichts oder geht nicht gegen diese Proteste vor, wenn ihr gar keine Ahnung habt. Holt euch wirklich ein bisschen Fachwissen zur Einordnung dazu, weil wir diese Sternstunde des Twitter-Memes hier schon zitiert habt. Ne? Also Mensch kann da halt gerade richtig Arbeit für die Nazis machen, wenn Mensch beschissene Proteste dagegen macht. Also das muss Mensch einfach so klar sagen, wie es ist. Und das ist auch ehrlich gesagt unsere größte Angst, weil sozusagen, was die Rechten tun, können wir nicht beeinflussen. Aber die radikale Linke kann gerade eine Menge machen, um es noch eine Menge schlimmer zu machen, wenn sie unbedacht vorgeht. So. Und das macht sie gerne in Deutschland. Genau, das ist so ein Ding. Ansonsten dachte ich mir zu dem
wo du das Stichwort Klimabewegung sagst, ich habe jetzt Schande über mich jetzt erst vor 2 Wochen den Film Der laute Frühling gesehen und dachte, ach du Scheiße, den hätte ich mal eher gucken müssen. Mensch, hätte eigentlich, also wir waren auch zu spät dran, Mensch, hätte eigentlich mit Beginn der Bauernproteste überall auf den Dörfern Filmvorführungen von diesem Film organisieren müssen. Und wer Kapazitäten hat, ich lege euch das nahe. Und auf die Bauernproteste für ein Follow-up-Treffen zu diesem Film und gemeinsamer Diskussion laden. Wäre ein mega guter Aufhänger, muss Mensch nicht viel vorbereiten, solange Mensch irgendwelche Räumlichkeiten auf den Dörfern hat. Genau, also solche Sachen wären jetzt eigentlich notwendig, aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, es ist jetzt gerade auch schon ein bisschen verfahren. Und vor allen Dingen bei dem Stand auf, in der radikalen Linken, auf den das trifft, so. Ja, ich finde, du hast den Punkt dann nochmal gut zusammengefasst. Wir haben ja noch eine Rückfrage, und zwar von Instantly. Schön, dass du dabei bist, das erste Mal. Wie ihr bei X ja bestimmt schon gelesen habt, gibt es Querfront-Vorwürfe von links. Wie könnt ihr den besorgten Genossinnen hier den Wind aus den Segeln nehmen? Wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr nicht von den Falschen vereinnahmt werdet? Ja, ich habe, also diese Diskussion gibt es ja öfter mal. Ich habe das Gefühl, wir leben da und wir müssten da auch als radikale Linke viel mehr drüber reden. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich in der FOU mit westdeutschen Genossis diskutiere, wir leben zum Teil in völlig unterschiedlichen Welten. Ne? Also ich kann keine Basisarbeit in Sachsen machen, ohne mit Nazis zu reden. Das ist nicht möglich. Ich sage das so hart, wie es ist. So. Da können Leute sagen, okay, Bomber Harris, do it again. Das kann eine Position sein, ist auf jeden Fall nicht meine. Aber wenn wir gesellschaftlich noch irgendwas voranbringen wollen, dann müssen wir mit Nazis reden. Und ich habe mich irgendwie am Anfang von Pegida, habe ich mich auch auf Pegida-Demos gestellt und habe versucht, dann noch 20 Leute irgendwie von der Demo wieder runterzuquatschen. So, ne? Das sind die Realitäten, mit denen wir hier zu tun haben. Wir arbeiten in der Sächsischen Schweiz seit Jahren auf dem Land, machen Basisorganisierung. Wenn wir da mit niemandem reden würden, der mit einem Nazi redet, würden wir mit niemandem reden. Weil jeder redet mit einem Nazi, weil jeder hat einen Nazi als Nachbarn. Und vermutlich nicht nur ihn, sondern eher mindestens die Hälfte auf vielen sächsischen Dörfern, in denen wir unterwegs sind. Und ehrlich gesagt auch bei Arbeitskämpfen in Ostdeutschland, also keine Ahnung, ich war beim Amazon-Streik, den die Linke ja, radikale Linke ja eigentlich ganz lieb hat in Leipzig, natürlich stehe ich dann eben Leuten mit Thorsteiner-Pulli und mit Freiwild-Pulli und so weiter. Und natürlich bringe ich denen auch einen Spruch, aber vielleicht blockiere ich erst mit denen den LKW, dann bringe ich denen den Spruch, warum das eigentlich eine scheiß Klamotte ist. Zumindest wenn ich will, dass die mir zuhören, so, ne? Und das sind aber Positionen oder Arten zu organisieren, da sagen Leute wie auf Twitter, naja, ihr würdet auch mit der NSDAP streiken, würden wir natürlich nicht. Wir haben alle Jugenden hier auf dem Land, wo wir von Nazis aufs Maul gekriegt haben, wir sind alle gerannt, wir haben alle Schiss, dass wir eine schwarz-blaue Regierung haben zur Wahl am 1. September. So, natürlich machen wir das nicht, wir denken nach, wir überlegen, wo sind Mehrheiten, wo können wir Kämpfe gewinnen. Und da kann ich nur drauf plädieren, so an eine radikale Linke, der es vielleicht noch nicht so geht. Und Glückwunsch dazu, dass es euch noch nicht so geht. Aber hört uns zu, versucht zu verstehen, in welchen Realitäten wir hier unterwegs sind. Und horcht auch in euch rein, wollt ihr Recht haben oder wollen wir diese Gesellschaft noch kippen in eine linke Richtung? Wollen wir Recht haben und uns anschauen, wie das in dem Faschismus läuft, oder wollen wir irgendwie versuchen, noch Mehrheiten zu organisieren? Die Frage stellt sich mir oft, und ich glaube, das ist auch eine klare Trennlinie in der radikalen Linken gerade. Absolut. Finde ich, hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Ich frage mich aber auch immer bei eben dieser Angst davor, vereinnahmt zu werden, also auch in was für einer Realität leben die Leute da, als ob die Rechten es jetzt wirklich unbedingt notwendig hätten, dass wir von der kleinen radikalen Linken gerade jetzt, also jetzt gerade nochmal bei den Bauernprotesten, uns da irgendwie dran beteiligen, damit sie über uns es dann schaffen, irgendwie dann tatsächlich zu einem Regierungssturz, einem Generalstreik zu kommen. Also das ist auch wieder so eine maßlose Überschätzung der eigenen Rolle. Was man vielleicht auch noch dazufügen kann, ist, dass alles, was du jetzt ausgeführt hast für Ostdeutschland, ist ja eigentlich gerade für Westdeutschland ein
noch größeres Argument, jetzt halt möglichst schnell halt einen Strategienwechsel oder sich überhaupt mal Strategien zu überlegen und sich über Strategien auszutauschen, wie man Gesellschaft erreichen kann. Daran mangelt es ja grundsätzlich erstmal schon mal. Aber dass man gerade hier ja jetzt noch viel mehr die Chance hat. Also wir haben ja eine viel bessere Grundlage für Basisarbeit, als ihr die habt auf Grundlage dieses rechten Einflusses. Der nimmt euch ja auch viel von dem, was ihr erreichen könnt, dadurch, dass die Nazis oder andere rechte Strukturen ja einfach dann teilweise schon im Sattel sitzen. Und wir können es halt durch effektive Basisarbeit noch eben mehr verhindern. Das macht eure Arbeit nicht weniger wichtig oder so, sondern einfach, es ist halt einfach so ein Argument, was gerade auch für Westdeutschland nochmal das hervorhebt, dass wir das hier gar genauso und noch verstärkter und sowieso machen sollten. Ich meine, es gibt nie ein Argument gegen in die Gesellschaft wirken zu wollen an und für sich. Und es ist auch immer wieder absurd, hier zu sitzen und Ich wollte halt gerade sagen, ist nicht eigentlich unser ganzes Projekt, dass wir schon fast so ein Handbuch darüber schreiben könnten, linke Argumente gegen in die Gesellschaft reinwirken von dem, was uns immer begegnet. Also. Aber vielleicht, da würde ich dran anschließen, da würde ich mich nämlich nochmal bei deiner Einschätzung freuen, weil du das gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast. Was hast du denn aus Westdeutschland jetzt mitbekommen? Weil du meinst, dass es da recht wenig Resonanz gab. Hängt das dann auch damit zusammen, dass einfach die FAU deutlich stärker in den östlichen Bundesländern ist? Ja, und also ne, so schwierig es im Westen auch manchmal, im Osten auch manchmal ist, ich glaube, wir haben halt manchmal auch noch ein paar Vorteile. Ich will jetzt nie in eine Ost-West-Debatte abdriften, aber ich glaube, hier gibt es halt generell mehr Leute, die sagen, naja, Kapitalismus, wir kannten vorher noch eine Alternative, ist beides scheiße, also so, das gibt es zumindest und Systeme kommen und gehen, das ist natürlich irgendwie auch eine Erfahrung, die hier irgendwie naheliegender ist. Deswegen gibt es hier, glaube ich, schon manchmal auch mehr Mut zum Antikapitalismus oder zur Utopie. Auch in der Landwirtschaft habe ich das Gefühl. Und natürlich auch ganz andere Betriebsstrukturen. Wir haben halt große Betriebe hier, ne? Währenddessen in Bayern, die sitzen halt mit vorrangig Familienbetrieben da. Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung auch für uns als Gewerkschaft. Also wir werden jetzt nicht vermutlich nicht den Sohn gegen die beiden Eltern irgendwie organisieren in den meisten Fällen, sondern natürlich werden wir gewerkschaftlich auch in der Landwirtschaft eher dort durchstarten, wo wir eine alte LPG mit 50 Leuten irgendwie haben. So, ne? Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt halbwegs beantwortet. Nee, doch, das war jetzt nochmal zusätzlich zu dem, was ich mir dann ungefähr vorgestellt hatte, dass das gerade auch stärker eben sich auf den Osten konzentriert. Schreibt ihr doch auch gerne nochmal in den Chat, was euch speziell an Wolf nochmal interessiert, was ihr für Fragen habt. Weil es ja wirklich, ich finde auch dieser Vorstoß von euch mit diesem Aufruf ist auch in gewisser Weise ja, nicht ein Novum unbedingt, aber schon was Besonderes. Ich finde halt, gerade wenn man halt sieht, wie die Linke darauf reagiert, ich meine, es gab immer auch in anderen Kämpfen, die aufgekommen sind, gab es auch immer wieder Ansätze und Versuche, aber das ist halt ja jetzt ein Thema, wo man bisher halt wirklich isoliert ist. Also ich weiß nicht, ob du noch was anderes gefunden hast oder so, wo jetzt neben der ABL und der FAU jetzt irgendwas passiert oder so, andere Teil der Linke. Klar, wir haben jetzt hier auch noch den Text von Oliver Rast gesehen in der Jungen Welt. Also natürlich gibt es auch mal ab und zu so Einzelpersonen, die auch Artikel schreiben. Aber ich glaube, es gab selten ein Thema, und es war schon immer scheiße, auch bei anderen vergangenen Sachen, wie jetzt mit den Querdenken-Sachen oder so, wo man so oft so allein in der Linken stand wie jetzt damit. Naja, ich möchte zugutehalten, es gab von ABC ein paar, also vom Anarchist Black Cross in Dresden zum Beispiel auch ein paar Demos gegen die Ausgangssperren. Die durften auch viel fangen und so. Vielleicht sind, ja, ich glaube sozusagen, also zu der Ost-West-Sache, vielleicht sind ostdeutsche linke Strukturen auch manchmal ein bisschen mutiger, sich einfach unbeliebt zu machen bei Theoriezirkeln und Uni-Strukturen oder so, oder also ich will das, nee, also sozusagen bei so Leuten, die sehr um sich selbst kreisen in der radikalen Linken, vielleicht haben wir da aus der Verzweiflung ein bisschen besser gelernt, drauf zu scheißen.
Wenn jetzt niemand was fragt, kann ich ansonsten noch sagen, liebe Zuschauer, wenn ihr noch gute Kontakte in die GDL habt, also ich glaube wirklich sozusagen jetzt nochmal von anderer Seite, auch sozusagen gewerkschaftlicher Seite, auch wenn ihr in großen linken Organisationen seid, ich habe gerade nicht viel Hoffnung, dass das sozusagen nicht die Rechte deutlich dominieren wird und wir werden uns dazu verhalten müssen in den nächsten Tagen. Das ist jetzt die unangenehme Wahrheit. Bis hierhin, wir werden trotzdem auf jeden Fall weiter zu den Leuten stehen, die links für die BäuerInnen streiten. Und ich glaube, das Einzige, was es noch ein bisschen drehen kann, ist, dass das auch bei den BäuerInnen ankommt, medienwirksam. Dass es auch noch Linke gibt, die sich für ihre Situation interessieren, die mal mehr als 5 Minuten investieren, sich über diese Agrardieselfrage kundig zu machen und nicht nur einfach pöbeln, ohne jedes Hintergrundwissen, sondern dass wir irgendwie auch in unserer Arbeit in der Landwirtschaft darauf verweisen können, da gibt es diese und jene linke Struktur, die hat mit Landwirtschaft jetzt nichts zu tun, aber die sehen euch. Und die sind solidarisch so. Weil gerade kommt, glaube ich, bei vielen an, und das ist ein großer Teil der Stärke des rechten Organizings da gerade, so die einzigen, die euch ernst nehmen, sind die Rechten. So, ne? Und die haben natürlich auch Ressourcen wie Schwein, natürlich, da steht der ganze Mittelstand. Also wir haben ja hier auch eine sehr aktive 1%-Bewegung. Da sind Haufen große, sogenannte mittelständische Bauunternehmer, Spediteure und so weiter. Also alles so die Leute mit schon gut Geld. So nicht die Großkapitalisten, aber Leute, die einfach viele Ressourcen haben, die sagen können, wir stellen 20 LKW hin. Die sagen, es kostet 10.000 Euro, kein Problem. So, ne? Die das einfach mal legen. Da haben wir als eine Arbeiterinnenorganisation natürlich ganz andere Brötchen zu backen, und deswegen ist es mega wichtig, dass wir wenigstens auf Verbündete verweisen können und sagen können, ihr seid da nicht alleine und es gibt Leute, die nach linken Antworten suchen, die ernsthaft sind. Das ist mega wichtig, und ich danke an der Stelle auch nochmal vom Twitter-Universum her, der Föderation Deutschsprachiger Anarchisten, der Plattform, dass die da klare Worte gefunden haben, uns zu unterstützen. Das war tat gut und gerne mehr davon. Hier ist noch eine Rückfrage. Auf der einen Seite von Fosco zeigt die FAU auch Präsenz auf den Bauernprotesten in Berlin. Vermutlich ja. Viel besser kann ich es nicht sagen gerade. Also was mit diesem 15.01. in Berlin stattfinden wird, ist gerade noch wild in der Diskussion, aber wir bereiten uns darauf vor. Wir werden auf jeden Fall dann eine Woche später, also nicht ganz eine Woche später, wir werden am 20. auf jeden Fall da sein. Zu Wir haben Satt-Demo. Da werden wir vermutlich beim Jugendblock der AWL zu finden sein, wenn sich Leute anschließen wollen. Genau, und wir werden versuchen, aber auch irgendwie diese Proteste in Berlin zu begleiten. Genau, werden da aber auch auf Selbstschutz achten, werden auch schauen, ob das zusammengeht mit der großen Kundgebung, ob es politisch völlig abdriftet. Also wir werden uns da sehr an die AWL halten, und ich kann nur empfehlen, sich da über die Kanäle der AWL auch informiert zu halten. Dann gab es noch eine ganz konkrete Rückfrage auf eine Anfeindung von einem Autor der Jungle World, die wohl irgendwie gekommen ist, und da die Frage, wie ihr plant, euch dazu zu verhalten. Einzelkampf. Einzelkampf. Ja, ich sage mal so, als Leute aus der Landwirtschaft wissen wir ganz gut, dass auch in China mal ein Reissack umfällt. Ja. Ja, ich finde das auch krass, wie du das gerade nochmal eben ausformuliert hast, was eigentlich auch alles so bei diesen Protesten jetzt auf dem Spiel steht und was uns da auch vor allem dann natürlich auch entgegensteht. Gerade du hast es ja auch nochmal gesagt mit den Ressourcenunterschieden. Und was ich auch so wahrgenommen habe, weil du meintest ja auch, dass du jetzt auf X, ehemals Twitter, da gar nicht so viel zu gesehen hast. Also auch das, was ich jetzt irgendwie so dazu gesehen habe,
Was einfach ein riesiges Problem natürlich ist, ist auch, dass die Linke, egal welcher Couleur, die radikale Linke, Klimabewegung, dass das einfach komplett auch mit der Ampelregierung identifiziert wird. Das ist eigentlich Linke, Sie positionieren Klima. sich auch so. Ja, natürlich, natürlich. Ein Großteil von der radikalen Linken positioniert sich auch so. Aber die Leute sagen dann ja immer, ja, aber wir stehen ja für ganz andere Sachen oder wir haben ja ganz andere inhaltliche Ausrichtungen. Das stimmt natürlich, weil da von Anarchisten über Maoisten zu irgendwelchen demokratischen Sozialisten, die radikale Linke eigentlich alles, ups, sich jetzt gegen die Proteste stellt oder zumindest sagt, ja, wollen wir jetzt nichts direkt mit am Hut haben oder wir gucken uns vor allem an, wie rechts das alles wird. Und das ist halt auch jedes Mal bei diesen ganzen Sachen, so, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen mit den Corona-Protesten, diese Gefahr, dass sich einfach dieses Narrativ immer und immer weiter verfestigt. Die radikale Linke, und da wurde sich ja früher immer riesig drüber lustig gemacht, dass das ja hier Verschwörungstheorie oder so. Antifa Aber e.V. genau, bla aber bla. ja, aber man muss es ja jetzt sagen, wir kommen wirklich dabei an, wo auch in der inhaltlichen Positionierung wir immer und immer mehr einfach nur staatstragend werden. Und gerade jetzt, das ist doch das, wo man drauf gewartet hat. Man ist aus den Corona-Protesten rausgegangen, man ist aus der Covid-Zeit rausgegangen und hat gesagt, wir müssen uns jetzt als radikale Linke radikal neu positionieren. Das, was da passiert ist, darf nicht nochmal passieren. Und jetzt steht man vor der neuen großen sozialen Bewegung. So, von wirklich mal einer richtig großen Mobilisierung. Und im Endeffekt macht man einfach genau die gleiche Scheiße, wo man gesagt hat, wir haben ja gelernt, das darf uns nicht nochmal passieren. Also das würde jetzt auch zu weit führen, oder da würde ich jetzt auch meine Rolle als Sprecher sozusagen der Grünen oder als hier Delegierter der Grünen Gewerke verlassen. Aber natürlich, das wird ja auch in RVU-Kreisen und auch anderswo diskutiert, ist, dass die Kritik irgendwie der AfD natürlich auch einen Kern hat, dass irgendwie mit der Schröder-Regierung, hat der Jörg Finkenberger zum Beispiel über das große Tier, was auch strittig ist, ne? Aber wurden ein paar schöne Ausarbeitungen gemacht zu dem Thema, wie wirtschaftlich verwoben so ein gewisser Teil der akademischen Linken ist, sei das im universitären Kontext, sei das im Bildungskontext mit staatstragenden Strukturen einfach. Und ich sage das nicht, weil ich üble Nachrede betreiben will, sondern weil ich selber schon für so ein antirassistischen Bildungsträger war. Und das ist genau das, was ankommt. Ne? Ich war da irgendwie auf Schulen irgendwo in Sachsen, auf dem platten Land. Ich habe mich immer für die Oberschulen und Mittelschulen und sonst was gemeldet, die Sonderschulen. Da hast du ein Skript, da redest du, da ging es sogar um Klassismus, da redest du um Kapitalismus einfach rundrum, weil du natürlich das Brot von deinem prokapitalistischen Arbeitgeber kriegst. Und die Leute sind halt nicht so blöd, wie das allgemein angenommen wird. Die sehen, da kommt so ein DGB-Fatzke. Der erzählt mir jetzt so Chancengleichheit, aber nimmt das Wort Kapitalismus als Scheiße in den Mund. Staatstragender Büttel. Also so, ne, die Schlaueren kapieren das schon sehr wohl. Auch wenn die Linke das manchmal nicht wahrhaben will. So, und da haben Leute ihre Rollen auch nicht klar. So, ne? Also in der Arbeitszeit festige ich das System und in der Feierabendzeit mache ich noch ein bisschen revolutionäre Twitter-Posts. Das ist einfach eine Realität von großen Teilen der radikalen Linken, und ich glaube, da hat eine FAU auch einen ordinär anderen Job, nämlich die Stimmen aus verschiedenen Branchen zusammenzutragen mit dem Branchenwissen und eben auch, wo sie im Bildungssektor ist, da sind wir ja jetzt auch nicht wenig, da auch kritisch in die Debatte zu gehen und zu sagen, hey, was macht unser Broterwerb eigentlich mit unserer Ideologie, mit unserer politischen Haltung? Was nehmen wir davon mit in unsere revolutionären Organisationen, obwohl wir es nicht sollten? Also diese Auseinandersetzung steht einfach knallhart aus. Ich hoffe, sie kommen nicht zu spät. Wie gesagt, das jetzt alles von mir als Einzelperson. Ja. Ja, das kommt ja auch noch ein bisschen dazu, ne, dass die Leute auch nicht zu verstehen scheinen, dass die FAU ja eine Gewerkschaft ist und halt keine reine politische Kleinstorganisation und deswegen auch das natürlich wichtig ist, dass man sich dann zu solchen großen Kämpfen eines gesamten Berufsstandes auch verhält und positioniert. Ne? Also ich finde auch, dass revolutionäre Kleinstorganisationen oder generell linke Kleinstorganisationen die Verantwortung haben, sich dazu zu Ja, verhalten. gut, klar, aber das kommt dazu, Ja. aber das ist ja im Speziellen auch nochmal. Das stimmt. Ja, noch dann eine Frage nochmal von Incensly. Ich glaube, du wurdest falsch verstanden.
Wie verhaltet ihr euch dazu, wenn es aufgrund der Faschopräsenz keine Aussicht auf eine Diskussionsverschiebung hin zur sozialen Frage gibt? Volle Solidarität übrigens von einem Wessi, der bei X beständig versucht, linke Vorbehalte abzubauen. Danke für diese wirklich sehr schmerzvolle und tragische Arbeit. Ja, ich denke, also wenn es einfach offensichtlich ein rechter Protest ist, gehen wir wieder. Also wenn er nicht zu gewinnen ist. Also ich glaube, wir halten schon aus, wenn da auch Nazis sind, im Gegensatz zu vielen anderen Strukturen oder zumindest manche von uns. Das wird auch örtlich sicher sehr unterschiedlich gehandhabt werden und wir werden das austarieren müssen. Aber natürlich, wenn es ein klar rechter Protest ist, da gibt es uns keinen Blumentopf zu gewinnen gibt, dann gehen wir wieder, beziehungsweise was wir viel mehr versuchen, ist natürlich das im Vorfeld rauszukriegen. Und das ist halt jetzt gerade der Spagat, ne? Also auch ein Spagat, den nicht nur wir in der Branche gerade diskutieren. Dass Mensch halt, Mensch muss halt schweinisch aufpassen, dass Mensch nicht einfach wie eine linke Gegendemo mit drei Alibi-Bauern aussieht, irgendwie vor der Bewegung, weil dann sind wir wieder bei dem, das nützt eher noch der Rechten, als dass es hilft. Aber wenn wir merken, wir haben klare Beweise, es ist rechtsradikal organisiert oder militant rechts organisiert, und wir wissen das genug im Vorlauf, dann werden wir natürlich auch versuchen, damit zu arbeiten, die Bäuerinnenschaft zu informieren, in der Branche zu informieren und zu sagen, hey, geht da nicht hin, das geht nicht um uns, so, das geht um Wahlkampf. Und mit der Ansage, das geht nicht um uns, das geht um Wahlkampf, unabhängig von der politischen Position, sind auch wirklich viele wieder weg. Also das klappt schon, Mensch muss es halt nur ausreichend gut vorher wissen und Mensch muss halt erstmal diese Informationskanäle haben, das auch wirklich zu spreaden, ne? Und dafür sind wir halt wirklich sehr klein. Wir haben nicht die Massenbasis in den Betrieben, uns gibt es 1,5 Jahre und wir fangen gerade erst an. Aber das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du aufmachst. Vielleicht auch nochmal, um das Verständnis zu erhöhen. Ich meine, wir haben zwar schon sehr oft darüber geredet, aber das Verständnis zu erhöhen und von unserem Verhältnis zur sozialen Bewegung, das ist, wenn man jetzt halt, wenn jetzt mit dem Aufruf oder auch in vergangenen sozialen Bewegungen, dass man da ja nicht einfach sagt, ja, wir machen da einfach unsere Basisarbeit, komme, was da wolle. Und wenn das jetzt irgendwie wirklich dann komplett von Nazis übernommen wird oder so, oder sehr so stark rechts dominiert ist, dass da nicht mehr kein Spielraum mehr ist, dann machen wir da einfach weiter mit oder so. Leute tun halt dann immer so, als könnte man dann nicht mehr gehen oder als wie auch immer. Es geht ja darum, die Spielräume, die man halt hat in der Bewegung, so gut auszunutzen, wie es nur möglich ist, um dann halt auch Einfluss nehmen zu können, weil natürlich kann in der letzten Konsequenz dann auch die Realität sein, dass man dann plötzlich auf der anderen Seite sozusagen von der Bullenkette steht und dagegen protestiert. Aber das muss doch immer die letzte Variante sein und nicht immer die erste, wenn halt irgendwo irgendein Hansel halt irgendwelche Nazis halt auch mitmachen. So, es muss immer der letzte Punkt sein. Und um da vielleicht nochmal ein schönes Beispiel zu bringen, vor ein paar Jahren gab es in Görlitz eine große Demo, weil da Betriebsschließungen sowohl bei Bombardier als auch, oh Gott, jetzt verheddere ich mich, also Bombardier war auf jeden Fall dabei, noch ein großer Betrieb, ich glaube Siemens, ja Siemens. Und da hatte die AfD hatte wild aufgerufen, 1% Zentrum Automobil, also eine lokale Görlitzer Nazi-Gruppe, und da waren auch alle so, da kann man nicht hingehen, wer weiß, was das wird und so weiter. Am Ende waren da 7000 IG Metaller, denen waren die Nazis tatsächlich zumeist egal, aber es fand sich wirklich die kritische Masse und wir haben die Nazis da einfach sozusagen händisch runtergekehrt von der Kundgebung, und das ist ja eigentlich immer der beste Moment, der geht, so, ne? Dass du deine BündnispartnerInnen auf so einen Protest identifizierst und dann auch diese gemeinsame Erfahrung machst, Nazi-Schweine hauen wir halt runter. So, ne? Das wäre ja das Beste, was geht. Und wir haben das auch in den Runden der letzten Tage viel diskutiert. Es gab auch einige, die waren in Frankreich dabei. Die Gelbwestenbewegung hatte doch genau dasselbe Problem. Da stand wie Saufrau National drin. Am Anfang und bei manchen Ortsgruppen durchaus bis zum Ende auch, aber in vielen halt auch nicht, weil Leute halt gesagt haben, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt darin um. Um jetzt mal Biermann, ich möchte mich von Biermann zitieren, distanzieren, aber das Zitat ist gut, ne? Mensch muss sich halt manchmal irgendwie die Pfoten ein bisschen dreckig machen in der Menge. Ja. Ja, finde ich auch super, dass du das nochmal mit den
Gelbwesten angesprochen hast, weil da hat mich auch immer diese kognitive Dissonanz von radikalen Linken in Deutschland wirklich fasziniert. Ich meine, das ist ja jetzt gar nicht mal so unähnlich, auch wenn wir es von dem Protest anschauen, dass da auch man natürlich Vorbehalte haben konnte, weil es sich auch eben an der Kraftstofffrage stark dann drum gedreht hat, wo dann ja auch mit Umweltgesetzgebung und so sicherlich viel im Raum stand und wie du gesagt hast, es eine starke rechte Prägung gab. Aber hier wurde ja sich dann so sehr auch positiv davon darauf bezogen, dass man gesagt hat, oh wow, wie toll das schon wieder in Frankreich ist, dass das in Frankreich klappt und diese ganzen Bilder von irgendwie, was weiß ich, linker Kampfsportler prügelt irgendwie Nazis mit einem Mob zusammen von der Kundgebung runter, irgendwie führender rechter Kader wird von einer Veranstaltung runtergebuht und solche Sachen. Und gleichzeitig hat man dann wieder auch hier vor Ort genau komplett dagegen gehandelt und handelt auch hier die ganze Zeit einfach komplett entgegen von dem, was man sich dann eigentlich wünscht. Und für mich hat das auch ganz viel mit einfach einem komplett verlorenen Vertrauen in sich selber zu tun, dass man überhaupt bei den Massen ankommen könnte, wie du das auch gerade mit der Kundgebung in Görlitz beschrieben hast. Die Leute haben ja gar nicht mehr irgendeine Art von Vertrauen in sich und auch in die eigene Botschaft, die man da vertritt, in die Inhalte, die man versucht zu vermitteln, dass es die Leute so sehr überzeugen könnte, dass man es schafft, eben so einen Protest rumzureißen oder auch einfach nur lokal dahingehend zu verändern. Sondern man setzt wirklich nur dann darauf, dass man eben gegen die Bevölkerung, gegen die Massen eigentlich agieren muss, weil die eigentlich immer nur jetzt kurz davor stehen, sich, ja, einer rechten Regierung dem Faschismus zuzuwenden. Ja, und ich glaube, um da noch kurz einzuhaken, ich glaube, es hat auch mit mangelndem Internationalismus zu tun, weil wir hatten auch in den letzten Monaten BäuerInnenkämpfe, die auf Twitter gut abgefeiert wurden, in anderen Ländern von der deutschen Linken. Und soweit ich informiert bin und soweit ich Kontakte habe, natürlich haben die genau dieselben Probleme. Italien jetzt zum Beispiel oder so. Und das wird dann nicht gesehen, sondern man schaut dann irgendwie heimisch auf Twitter schönes Riot-Video an und das sieht das alles ganz flauschig aus. Aber natürlich haben die, da sind auch Anarchisten, die sich denken, boah, ist uns das jetzt zu rechts oder gehen wir rein, wir wissen es nicht. Also das muss man halt auch einfach immer mal sehen. Und das entsteht aber auch dadurch, dass wir halt so ein, also unter anderem auch, weil wir so eine kleingruppengeprägte Linke haben, so, die gar nicht die Kapazität mehr hat, sich international wirklich gut zu vernetzen und solche Erfahrungen auch einzusammeln und auszuwerten. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, denke ich. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier völlig verlieren in natürlich der immer gleichen und auch nie falsch werdenden Debatte und uns auch natürlich wichtig, auch immer wieder zu erneuern anhand dann des neuen Phänomens, was dann wieder auftritt, wie jetzt dem die Mauernprotesten. Ja, wir verzetteln uns dann trotzdem da so ein bisschen und ich würde sagen, vielleicht gibt es noch was du hinzufügen möchtest zum Abschluss, was du noch sagen möchtest, was gerade wichtig ist. Ich hatte ja schon beim letzten Mal so ein flammendes Plädoyer und habe hier total viel geredet. Ich danke auf jeden Fall dem Zuhören. Wie gesagt, weiter der Aufruf. Macht euch über Landwirtschaft Gedanken, macht euch Gedanken, wo eure Produkte herkommen, welche Höfe ihr unterstützt. Wenn ihr Landwirtin kennt, Gärtnerin kennt, sagt ihm Bescheid, dass es uns gibt. Und ansonsten Entschuldigung, dass wir schon wieder jemanden männlich Lesbaren hierher gesetzt haben. Es tut uns sehr leid. Es ist ja, knappe Termine. Ja, trotzdem danke dir auf jeden Fall, dass du heute wieder da warst und dass wir so schön den letzten Besuch anknüpfen konnten und wir werden auf jeden Fall auch sehr intensiv weiterverfolgen, was bei euch da im Osten passiert, natürlich auch, was sonst deutschlandweit auch bei uns hier in der Region darum passiert. Wir sind natürlich auch sehr gespannt und ja, alles Gute für euch, das ist wirklich grandios, was für Arbeit ihr da gerade leistet. Danke, euch ganz viel Kraft und ganz vielen Dank für eure Arbeit. Ahoi und Glück auf. Glück auf. Mach's gut, Glück auf. Ja, ihr Lieben. Ich hätte nicht gedacht, dass man da Ahoi sagt. Hatten wir nicht auch schon mal, glaube ich, mit wem aus dem Erzgebirge drüber gesprochen. Ist ja auch Glück auf verwenden. Ja. Hey, das war nochmal ein pickepackevolles Gespräch. Und
Ja, ich finde einfach ein gutes Gespräch auch nochmal. Und damit steht eigentlich so die Aussage, wo wir das sehen, was wir jetzt gerade finden, was das Richtige ist. Wie immer eigentlich. Also es verändert sich ja auch nicht, ne? Im Prinzip bleibt es ja immer gleich, dass wir halt immer, wenn Kämpfe aufkommen, in den Massen, in der Bevölkerung, dass wir dann immer sagen, jo Leute, mischt euch halt ein, so, ne? Es wird halt nur von Mal zu Mal schlimmer, ne? Ja. Also, das ist ja auch gerade das, was wir sehen. Also, es ist natürlich schön, dass überhaupt jetzt sowas vor einem Protest passiert. Absolut. Das kann man vielleicht auch nochmal als Novum ausmachen. Das ist ja wirklich was, was sehr selten jetzt passiert Ja. ist, dass es so eine so klare und konkrete Antwort vor etwas jetzt gab. Meistens ist das mittendrin oder ein paar Wochen danach passiert, dass es schon abgeflaut war. Ja. Ist natürlich schön, aber trotzdem, eigentlich sehen wir ja eine konstante Verschlechterung, einfach nur von unserer Ausgangslage und mit Mal zu Mal, wo wir hier sitzen und uns dann darüber unterhalten müssen, am besten mit den Leuten, die tatsächlich irgendwie ja den Hoffnungsschimmer repräsentieren in dem Ganzen, ja, werde ich eigentlich meistens eher hoffnungsloser zurückgelassen, weil sich unsere Grundsituation ändert. Aber umso wichtiger, dass natürlich so etwas wie jetzt von den grünen Gewerken und von der jungen ABL passiert. Ja, und das sollte uns auch dann, auch wenn ich sehr gut verstehen kann, was du sagst, Ja. nicht die Hoffnung verlieren lassen. Wir sind ja auch hier, um ein bisschen Hoffnung zu geben und Anreiz zu geben. Also vielleicht kann man zumindest noch punktuell in manchen Orten bei euch auch was umreißen oder so von der Entwicklung dieses Kampfes. Envy Chris, schön, dass du das erste Mal schreibst. Du. Ja, die Artikel möchtest du verlinkt haben, die wir am Anfang besprochen haben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, Ja. ob wir die in die Story packen oder hier gleich noch reinhauen. Das geht auf jeden Fall. Ja, das Ganze wird dann auch auf jeden Fall auf YouTube erscheinen, vielleicht auch auf Spotify und dann werden wir da natürlich in die Beschreibung das auch reinpacken. So, und Zadi fragt noch, könnte man sagen, dass Linke sich selten um was kümmern und nur darauf warten, was Rechte machen, um dagegen zu sein? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, der wir auch mal eine Podcast-Folge mit der Kritik des Antifaschismus, einer unserer früheren Ja. Folgen, gewidmet haben. Und es gibt auf jeden Fall dieses Phänomen in der deutschen Linken, die einfach sehr stark durch antifaschistische Politik geprägt ist, eine einfach im internationalen Vergleich sehr, sehr große Antifa-Bewegung hat. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Auslöser dafür, warum diese Haltung hier so stark vorherrscht, dass man eben sagt, wir müssen zuerst die Rechten bekämpfen und dann können wir uns vielleicht auch mal anhand dessen anderen Fragen widmen. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die einfach stark zurückgeht, aus unterschiedlichen Gründen, aber unter anderem auch, weil die Antifa-Bewegung einfach immer und immer schwächer wird zugunsten anderer linker Gruppierungen. Ja, das freut uns, Envy. Und Ja. in dem Sinne würde ich sagen, war es auch eine pickepackevolle Mittwochs-Livestream. Es gibt diesen Sonntag endlich wieder eine Übertragefolge, eine neue. Ihr habt ja lange drauf gewartet. Das ist ja jetzt weit über einen Monat her. Fast anderthalb. Nee, nicht anderthalb, aber auf jeden Fall über einen Monat, ja. Und zwar wieder ein interessantes Thema zum Thema Charity und Spendenkultur. Diese Folge kann leider keinen Aufstand in den breiten Massen auslösen, denke ich mal. Aber wird Wer spannend. weiß, ne? Warten wir einfach ab, was der 8.1. bringt, ne? Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall eine längere Folge. Unsere aktuellen Folgen sind ja immer wieder ein bisschen lang. Und mit den News geht es dann die Woche danach. Also ihr könnt auf jeden Fall euch schon mal darauf freuen, dass diese Woche Sonntag die neue Folge 114 und die Woche danach kommt dann die erste News-Folge, wo wir dann das aktuelle Tagesgeschehen besprechen. Und spätestens dann können wir sicherlich auch noch mal über die Ja, Bauernproteste stimmt. zumindest kurz anschneiden, was es da für eine Entwicklung gab. Es wird spannend. Ja. Ja, und danke dir, Luca, nochmal fürs erste Mal chatten. Schön, dass du da bist.
Und in dem Sinne würde ich sagen, abonniert uns überall, liked alles, verfolgt uns überall, wo es geht, unterstützt uns, wo es nur geht. Und unterstützt auch die FAU. FAU und Tretet alle coole bei. Bauernproteste, falls es sie bei euch gibt. Danke, MV, fürs Abo. Und ja, alle in die FAU-Leute, eine unserer wichtigsten Kräfte, die es zu unterstützen gilt. Ja. Ja, Leute, dann macht euch noch einen schönen Restabend. In diesem Die Sinne, Glück auf. Glück auf.